Hallo zur Missionsbesprechung zur ersten Mission. Die Auflösung wird jetzt etwas niedriger sein, weil diese Missionsbesprechung bzw. das komplette Menü im Spiel halt nicht auf 1080p ausgelegt ist. Aber ja, ich habe gesehen, ich kann hier auch meine Soldaten ausrüsten und die Missionsbesprechung ist relativ umfangreich. Deswegen ich den Teil doch noch aufnehme. Ich habe schon überlegt, das Ganze zu überspringen, aber dann verpasst man doch ein bisschen etwas. Ich lese hier den ganzen Text nicht vor, auch wenn es auf Deutsch wäre. Ehrlich gesagt ist das meistens nur bla bla bla. Ich fand die Story in Tom Clancy Spielen noch nie besonders, obwohl Tom Clancy eigentlich ein berühmter, ich sag mal, Militärautor, Buchautor ist. Der ja viele Bücher geschrieben hat mit einem relativ realistischen Hintergrund. Aber ich fand die Story halt noch nie so besonders. Meistens geht es um Terroristen, um Rebellen oder sonst was. Deshalb, eine typische 0815 Story, auf die ich auch nicht näher eingehen will. So, wir sollen hier ein Camp säubern, wir sollen Höhlen sichern, dann sollen wir wieder zurück zur Startzone. Und ja, das ist scheinbar, weiß ich nicht. Das X ist entweder unsere Hauptaufgabe oder eine Spezialaufgabe, vielleicht eine Sekundäraufgabe, Bonusaufgabe, ich weiß es nicht, wir werden es rausfinden. Eventuell kann es auch sein, dass das ja halt die Bonusziele ist und das X unbedingt erledigt werden muss. Wir werden ja sehen, hier haben wir auch ein Bild von dem Kerl, den wir fassen sollen, gefangen nehmen sollen. So, das ist die Ausrüstung meiner Soldaten. Muss ich mal schauen, wie das Ganze hier funktioniert. Ah, ich verstehe. Ich will alle leeren. Die haben auch. Ah ja, dann kann ich mich jetzt noch ganz, ganz finster erinnern. Pro Mission erhalten die, glaube ich, sogar einen Punkt und man kann sie dann leicht steigern. So, Alpha, da bin ich ja drinne. Ich weiß gar nicht, wie viel wir insgesamt mitnehmen können. Ich glaube, pro Team sind drei möglich, beziehungsweise vier, vier und zwei. Ich werde es mal einfach jetzt austesten, indem ich alle Teams vollstopfe. Damit lässt sich es dann besser planen. Kann ich im B jetzt noch einstecken? Nein, das heißt sechs Personen insgesamt. Charlie ist für mich schon mal klar, das wird ein Scharfschütze werden. Der braucht keinen zweiten Mann. Mal gucken, kommt hier eigentlich eine Beschreibung, wenn ich mit der Maus da bleibe? Nee. Okay, das wird Tarnung sein. Also Scharfschütze braucht auf jeden Fall viel Tarnung. Und mit der Waffe sollte er natürlich sehr gut klarkommen. Ach, hier steht ja auch direkt, wer was ist. Sniper. Sniper, Waffe. Hat der wiederum 2 Punkte, der hat schon mal Tarnung 2. Der hat. Ah, der hat hier, Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Führung, sag ich mal. Führung der Truppe. Ah, da ein Scharfschütze mein Team eh Einzelkämpfer ist. Oder sein wird. Aber wir können ja auch nicht direkt die Waffe auswählen, sondern nur ein Sniper-Kit. Interessant. Ich muss mal sagen, er soll lieber einen Schalldämpfer mitnehmen. Es ist weites, offenes Gebiet. Oh, ich überlege gerade, ich muss nochmal zurück. Ich glaube, das war jetzt hier was ganz Fieses, was man beachten muss. Wenn man die Mission startet und keinen Raketenwerfer mitnimmt, aber ganz am Ende der Mission ein Fahrzeug vorkommt, hat man echte Probleme. Weil das Spiel warnt ein, dächte ich vorher nicht. Hey, nimm einen Raketenwerfer mit. Es kommen gepanzerte Fahrzeuge, sondern es lässt einen ins offene Messer rennen. Aber mir wurde ja schon im Tutorial gesagt, dass wir darauf achten sollen, wenn in Missionsbriefung davon was steht. Ich werde das jetzt hier ganz schnell überfliegen.
Bla 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 bla. Aber hier steht nichts von gepanzerten Fahrzeugen. Hier geht's um Russen. Das übliche Klischee. Da bla 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 bla. Ach, hier steht sogar Rebellen. Rebellenbasis, ich hab's vorhin erwähnt. Es geht meistens um Terroristen, Rebellen oder sonst was. Daher. Ich würde es glaube vorlesen, wenn es auf Deutsch wäre, aber ist nicht nennenswert. Also ich verzichte jetzt mal auf einen Raketenwerfer. Da stand nichts mit gepanzerten Fahrzeugen, sondern wir sind im großen Wald. Da werden wir wahrscheinlich auch nicht auf Panzer treffen. So, auf jeden Fall Sniper wollte ich mitnehmen. Und zwar den, der in der Führung nur einen Punkt hat. Ja, nehmen wir mit Schalldämpfer. Wir sind mitten im Wald. Wir brauchen da nicht... Da wäre sogar ein Zusatzmunition richtig besser. Nehmen wir auch mit. Ja, du bekommst das und kommst in Team Charlie als Einzelkämpfer. So, ansonsten brauchen wir jetzt einen Anführer. Genau, das ist der deutsche Begriff, den ich dafür gesucht habe. Anführer. 2, 1, 1, 1, 1. Der Anführer wird nämlich mein Team Bravo leiten. Wir haben nur einen mit Tatsache. Okay, dann bleibt ja nichts anderes übrig, als dich zu nehmen. Team Alpha bin ich ja der Anführer. Aber auf jeden Fall ein Rifleman können wir noch mitnehmen. Der braucht dann Führerschaft wenig. Dafür möchte ich, dass er mit Waffen gut auskommt. Und auf jeden Fall noch das Support dürfte im G-Gunner sein. Genau. Wir haben ja nur zwei zur Auswahl. Ah, wir haben ja auch noch Spezialisten. Ah, da ist niemand drin. Interessant. Das ist jetzt einfach. Alpha bekommt einen Bravo. Man könnte es vielleicht auch so auftrennen, dass ein Alpha-Team nur Leute mit, weiß ich nicht, vielleicht mit Schalldämpfern reinkommen. Dann wird Alpha das Team sein, was Gebäude dillenheimlich räumt, während Bravo vielleicht mein Feuerteam ist und vielleicht nur aus MG-Gunnern besteht. Wobei, das ist auch Quatsch. Wir machen normales Team Alpha und Bravo. So, da ich jetzt, denke ich mal, im Team Alpha drinne bin, werde ich Bravo noch einen zusätzlichen Mann reindecken. Was heißt denn das? Demo? Ach, Demolution Kit 1. Was hat denn der alles? Boah, ich habe wirklich so eine Angst. Komm, wir lassen den... Wir nehmen mal einen Raketenwerfer mit, man weiß ja nie. In Team Bravo... Alpha kann ich immer noch einstecken. Weiß wirklich nicht, ob ich alleine unterwegs bin. Ansonsten kommt da hier auch noch ein Alpha rein. Ah ne, kann ich nicht. Das heißt, wahrscheinlich bin ich in Team Alpha drinne. Gut, dann denke ich mal... Der nächste Knopf wird die Mission starten. Dann starte ich mal. Da bin ich gespannt, rein theoretisch. Ich muss dann mein Gerät einfrieren, beziehungsweise die Aufnahme automatisch stoppen. Aber ich war natürlich so schlau und habe nicht vorgeguckt, was passiert, ab welchem Punkt ich ins Spiel springe und damit die Auflösung wechselt und damit die Aufnahme abbricht. Deshalb sollte jetzt diese Folge abrupt enden, liegt es daran, weil die Aufnahme an dieser Stelle jetzt genau abbricht. Und falls es das tut, sehen wir uns gleich wieder.